Hallo und willkommen zurück zu Anno 1602. So, wir bauen hier unsere kleine Flotte auf. Wir haben hier schon 5 Kriegsschiffe. Ein sechstes wird bald folgen. Wir müssen mal auf unsere Bilanz achten. 260, okay, und wir müssen auf unser Holz achten. Haben wir gerade 2 Holzbalken im Lager. Hier vorne bauen wir unsere kleine Invasionsstreitmacht auf. Vorne werden noch Kanonen produziert. Ja, und dann werden wir hier bald mit Schiffen bei dem weißen Konkurrenten auftauchen, dem erstmal seine Schiffe zerstören, seine Werft, und dann greifen wir die Türme an. Oder vielleicht greifen wir auch erst die Türme an und greifen dann schon mal von Landseite aus an. Wir schauen mal, wie wir das machen. Wir brauchen 1000 Bürger. Wir haben bisher, schauen wir mal rein, 750. Hier haben wir noch ein paar Siedler, die werden auch noch zu Bürgern. Achso, die haben hier keinen Schulanschluss. Naja, gut. Den sollen sie bekommen, dann müssen wir mal, ja, dann müssen wir das hier vorne wegmachen. Soll aber kein Problem sein. Das kriegen wir hin. Eine Schule. Ja, oder wir bauen die, ja gut, wir bauen die hier unten hin. Wir bauen hier unten eine Schule hin. So, dann noch Eine Einheit Straßen wurde dazu. ausgebildet. Ja, Straßen dazu und weitere Häuser für noch mehr Bürger oder noch mehr Bewohner der Stadt. Ja, also letzten Endes dann natürlich Bürger. So, und das bereiten wir schon mal vor. Das hier wird dann irgendwann nochmal weggerissen. Eine Einheit wurde ausgebildet. Schauen wir mal. Das müssen Neue wir aber, ja, Soldaten sind verfügbar. weiter. Und einmal eine Kanone. Die kommt davor. Genau, hier in die Reihe. Die nächste hinterher, die der nächste Reiter hinterher. So, haben wir wieder Holz? Wir haben wieder Holz. Da unten noch ein Haus hin. Geht da noch eins hin? Nein. Aber da und da und da würden welche passen. Gut, die haben hier alles. Dem mangelt es an nichts. Den mangelt es an einer Kirche. Oder an einem Gotteshaus vielmehr. Naja, gut, vielleicht reißen wir das nochmal ab und bauen es doch weiter hier oben hin. Naja, wir schauen mal einfach. Also, das ist ja erstmal nicht das, worum es geht. So, das ist jetzt erstmal nicht das Wichtigste. Wir können noch ein paar Häuser bauen, aber müssen wir erstmal schauen, wie sich hier alles entwickelt. Ja, Kirche sollen sie bekommen, hier eine kleine. Oder eine Kapelle vielmehr. Ja, automatisch ausrichten. 5 Holz haben wir gleich wieder. Hoffentlich gleich wieder. Hatten wir es gerade. Und was fehlt? Nochmal das Holz. So. Ja, also hier unsere 5 Schiffe. Wir Soldaten können sind ausgebildet. erstmal warten. Erstmal darauf warten, dass wir die Häuser, die hier noch nicht aufgewertet wurden, dass die aufgewertet wurden. Und eine Kanone bauen. Und ja, dann mal sehen, dass wir da mehr Steuern bekommen. Geld für alles haben. Wie sieht es mit den Waren aus? Hier haben wir von allem noch genug. Tuch, Stoffe. Verkaufen wir die? Wir verkaufen die. Dann, naja gut. Bis 30 Tonnen verkaufen wir die ab. Das funktioniert bisher noch Eure alles ganz Stadt hat eine gut. Größe von 1000 Einwohnern erreicht. Lassen wir das so. Ah, guck an, 1000 Einwohner. Naja, dann haben wir doch genug Häuser hier. Neue 793 Einheiten Bürger. sind bereit. Passt das soweit? Baumaterial wird nicht entzogen, genau. Die hier müssen. Ah ja, die brauchen noch eine Kneipe. Hier Ihr ist in werdet von Reichweite. Piraten Sehr angegriffen. gut. So, wir greifen mal hart an. Ist der selbst schuld, dass er angegriffen hat? So, das Schiff. So, hier bauen wir erstmal ein neues Kriegsschiff und das hier vorne wird erstmal repariert. So. Okay. 795 Bürger, alle anderen Waren hier, wir haben alle Waren noch genug vorhanden. Stoffe werden wieder mehr, alles klar, das passt. Und Soldaten Schiffsreparatur werden beendet. auch noch ausgebildet. Ja, das passt. Also wir machen jetzt eigentlich nur
Produktion von Kriegern hier, von Soldaten, bis wir dann genug haben, um hier anzugreifen. Erstmal hier eine kleine Bresche reinschlagen. So, mal schauen, wo wir das machen. Die gehört noch uns, die Schwertschmiede. Ja, ich denke mal, wir müssen hier dadurch die Tore oder durch Soldaten die Türen sind ausgebildet. Hier durch. Hier ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Müssen wir mal schauen. Soldaten ausgebildet, sehr gut. Und ja, hier die auf dem Pferd. Okay, und dann haben wir hier noch Artillerie. Ah, guck mal an, dann passt mit dem Platz noch genau. Zwei, also einer kommt noch hier und zwei noch da. Vier Felder, also noch drei Felder insgesamt haben wir zwei. Das passt. Das Schiff ist fertig. Dahin. Da war gerade ein Video. Ein weiteres Schiff fertiggestellt. So, 5 Kanonen und 1, 2, 3. 8 Kanonen, genau. Und die werden jetzt aufgeladen. Setz die Vorsegel! Und wir schauen mal. Soldaten sind ausgebildet. Bauen. Dann müssen wir mal schauen, dass wir hier auch gleich noch weitere Wachtürme bauen. Hier zum Beispiel drauf. Dass wir hier die Türme vom Konkurrenten wegpfeffern können. Das wäre ja mal gar nicht verkehrt. Ach, das sind ja seine. Ah, das sind ja seine Türme. Ich bin schon gewundert, warum wir das nicht drauf bauen können, aber das sind ja seine Türme, die da stehen hat. Ja, dann schauen wir mal. Hier vielleicht einen Turm hinbauen. Ja, das wäre ein bisschen albern, hier vorne die Türme vorzubauen. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Das möchte ich jetzt sehen. Das ist ein Handelsschiff. Naja, gut. Handelsschiffe. Kann er gerne bauen. Und wir können, wo ich gerade dabei bin hier, oder das sehe, mehr. Wir könnten zum Beispiel noch mehr Fischerhütten bauen. Wenn wir in der Nähe einen Marktplatz haben, haben wir nicht. Hier unten haben wir ja schon eine Fischerhütte. Neue Einheiten sind bereit. Passt das nicht so ganz. So, hier haben wir noch Kavallerie. Noch mehr Kavallerie und Artillerie. So. Und dann lassen wir da nochmal jeweils drei bauen. Die bleiben dann erstmal in der Burg. Noch ein Schiff gebaut. Geschwindigkeit wieder runter. Und dann schauen wir mal. Geht's bald daran, den Konkurrenten anzugreifen. Wir haben jetzt hier 7 Schiffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir bauen noch ein 8. und dann wollen wir den mal angreifen. Dann schießen wir hier auf seine Türme. Und guck mal hier, der hat da sogar schon Militär stehen. Naja, allzu viel ist das nicht. Kann uns nur recht sein, aber das wird auf jeden Fall schwierig werden, hier die ganzen Türme anzugreifen. Das wird sehr schwierig werden. Vielleicht, ja, hier hat er auch noch eine Burg stehen. Das wird gar nicht einfach werden. Sollen wir mal schauen, wie wir das machen. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Ist wieder ein Handelsschiff. Neue Soldaten sind verfügbar. Moment, ist das ein Kriegsschiff? Das ist ein Kriegsschiff. Nee, das ist ein Handelsschiff. Das ist ein Kriegsschiff. Genau, das ist ein weißes Kriegsschiff. Okay. Den mangelt es an einer Kirche und einem Badehaus. Badehaus, Kirche, ja, wisst ihr was, dann machen wir mal folgendes. Wir bauen eine Schule hier oben hin. Schule, ach, dafür brauchen wir wieder Holz. Müssen wir warten, bis das nächste Schiff fertig ist. Und, ja, hier geht noch ein Bürger hin. Den mangelt es schon wieder an einer Kneipe. Ja, warum sind die denn, warum haben die denn hier... Achso, Moment, das ist ein Bürger. Naja, dem mangelt es hier dran, aber das ist ja egal. Kann ja ruhig. Passt doch soweit. Das Schiff ist auch gleich fertig. Hier oben unsere große Armee. Also die ist schon gewaltig. Und dann versuchen wir Neue es. Neue Einheiten sind bereit. Dann haben wir Wald im Weg. Das geht gar nicht, da kommen wir gar nicht rum. Ja, das ist auch schwierig. Hier oben wäre eine Möglichkeit, aber da steht überall Kanonen. Und noch ein Schiff ist fertig geworden. Sehr gut. Das 8. Kriegsschiff.
Eins, zwei, drei und zack. Und jetzt haben wir 8 Schiffe und jetzt machen wir ganz fiese Sachen. Riskieren wir es mal. Wir gehen in die Diplomatie. Friedensvertrag berechnen. Und schießen den Konkurrenten hier weg. Da oben ist auch noch einer, den holen wir uns. Seine Türme sind nicht. Ah, wir sind nicht in seiner Reichweite, seine Türme. Das ist super. Dann schauen wir mal. Ja, fahren wir hier runter. Setzt neuen Kurs. Unseren Schiffen. Da kommt der nächste Händler von ihm. Den fangen wir gleich mal ab. Sehr gut. Hat keine Chance gegen uns. Und da kommt das nächste. Kann man mit hoher Geschwindigkeit abfangen, alles. Und auch die Türme. Auf den nächsten Turm. Bisschen zurückziehen. Ja, dann fahren wir mal wieder ran. Hey, Moment. Dürfen nicht vergessen, dass wir hier noch Schiffe haben, die wir reparieren lassen müssen. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Sind ausgebildet. Soldaten sind ausgebildet, genau. Und ja, dann greifen wir mal hier unten weiter an. Und zwar gebt Breitseite dran, nicht dran. Setzt neuen Kurs. Nochmal Befreiung, greifen hier den Turm an. Kann sein, dass das nicht so verlustreich sein wird. So, reparieren lassen. Alle hier angreifen. Oha, da schießen gleich mehrere Schiffe. Die schicken wir dann hier rüber. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Genau, lass ihn mal seine Flotte erweitern. Da hat er schon wieder ein Schiff. Schießen wir auf die Mauern. Schiffsreparatur beendet. Schiffsreparatur beendet, da schicken wir runter. Und das nächste Schiff schicken wir weiter. Und dann zur Reparatur. So, da wird er auch schon ein Schiff schicken. Das ist. Und jetzt schießen dem hier ganz gemütlich seine Mauern. Na guck an, da steht schon wieder ein Kanon hier. Weitere Schiffe repariert. Das muss unbedingt jetzt repariert werden. Das kann hier runter, muss unbedingt runter. So. Das machen wir davor und auf jeden Fall reparieren. So. Greifen wir weiter an. So. Ah, da oben den Turm können wir nicht zerstören. Dann fahren wir auch nicht weiter runter. Wir schicken erstmal das Schiff noch in Reparatur. Ja, das ist fast wieder fertig. Unsere Truppen kommen leider nicht da. Moment, wir können ja mal schauen. Nur die Kanoniere. Zu Befehl. Ob die hier euer Konkurrent den Turm hat ein neues Schiff gebaut oder zerstören können oder nicht. Angreifen können oder nicht. Ah ja, guck mal an, Piraten. Die kommen natürlich auch noch. Wir könnten gleich mal die Flotte, die Werft des Konkurrenten zerstören. Schiffsreparatur beendet. So, das machen wir mal. An unseren Schiffen. Aus der Reichweite der Konkurrentenwerft. Schiffsreparatur war beendet. Das muss unbedingt repariert werden. Das Schiff kann wieder hier runterfahren. Und hier schauen wir mal, ob wir den Turm angreifen können. Attacke! Geht nicht. Jawohl, mein Fürst! Mir nach! Können wir nicht angreifen, nein. Jawohl, mein Fürst! Mir nach! Für Land und nee. König! Schade, dann jawohl, wieder hier oben Fürst. Hin zurück. Zu Diensten, mein Fürst! So, das Schiff
wird hier gerade repariert und mit den Schiffen hier unten greifen wir mal die Werft an. Ja, das werden jetzt herbe Verluste sein, denke ich mal. Wir greifen erstmal hier den Turm an. Den Turm. Den Turm. Den. Ah, wieder zurück. Stoffe sind den Turm an. Eines eurer Schiffe wird angegriffen. Ein Schiff wurde repariert. So, eines eurer Schiffe wird weg. Angegriffen. Oha, das ist unser Schiff, das angegriffen wird, ja. So, das ist fertig gebaut, das kann, oder fertig repariert, kann wieder runter. Das kann vorne hin. Stoffe sind Mangelware, dann dürfen wir auf jeden Fall keine Stoffe mehr verkaufen. Das müssen wir abstellen. Und wir schauen mal, Auslastung 99%. Dann müssen wir vielleicht mal noch einfach eine weitere Schaffarm errichten. Ja, ist auch dies 99% ausgelastet und hatten wir nicht noch eine. Hier oben haben wir noch ein paar Schaffarm. 97% und 100%. Dann würde ich sagen, machen wir doch einfach mal. Ja, gut. Was machen wir denn da? Schau mal rein hier. Moment, da rein. 855 Bürger, es mangelt den Leuten hier an. Ja, an der Kneipe, dann würden die auch noch zu Bürger werden. Lassen wir es einfach erstmal so. Hoffen, dass es sich bald regelt. Von selbst regelt hier das Problem. So, auf jeden Fall das Schiff hier fahren wir ganz weit an den Türmen vorbei. Naja, die drei Schiffe hier fahren wir dahin. Die beiden können ruhig nochmal wieder ran. Und vielleicht die Werft angreifen? Nein, können sie nicht. Okay, die können wir alle. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Setzt neuen Kurs. So, da wartet der Konkurrent bereits auf, zerstört zu werden. Und die Schiffe fahren zur Werft. Das Schiff ist immer noch nicht fertig. Wird das so repariert? Geht's gar nicht. Na super. Das ist eine Zeitverschwendung. Und wir greifen an. Und die fahren ebenfalls hin. Na gut, wie wir sehen, das einzige Problem, das wir haben, ist, dass wir einfach beim Konkurrenten. Ah, Moment, wir haben ja hier unten noch sowas wie eine Mauer. Schiffsreparatur beendet. Die könnten wir eben zerschießen. Kriegen wir unsere Kanone wieder mal vorne. Das Schiff ist fertig, dann reparieren wir das als nächstes. So. Ja. Alles klar. Hier oben könnten wir. Also da haben wir sehr hohe Verluste, denke ich mal, wenn wir unsere Kanonen dahin schicken. Und damit nicht so ganz klar. Für Land und König! So, wo ist das Problem? Zu Diensten, mein Fürst, mir nach! Dann können wir nicht binden schießen. Ah ja, jetzt geht's. Hier vorne können wir schießen, die an den auch. Sehr gut. Schiffsreparatur beendet. Wunderbar. Nächste Schiffsreparatur beendet. Das ist fertig, das ist fertig. Das muss unbedingt repariert werden. Reparatur. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Lassen wir ihn. Es fehlt an Stoffen. Angriff. Haben wir bald Platz, um Stoffe herzustellen? Kommen wir durch? Nein, nicht. Ja, okay. Dann, das ist ja Turm der Konkurrenz. Schicken wir unsere Truppen mal hier hoch. Oder war der? Nee, der war unser Turm. Okay. Ein Schiff wurde repariert. Der einzige Weg ist der Schiffsweg. Nur so kommen wir zum Konkurrenten. Die Schiffe müssen hier noch runter. Das müssen wir unbedingt reparieren lassen. Und die stehen hier schon in Warteschlange. Na gut, also er hat die Türme nicht weiter aufgebaut, wie man hier sieht. Und wenn wir hier dann einmal ein Tor gefunden haben, wenn hier einmal die Mauer weg ist, können wir hier einfallen. Und das werden wir dann auch machen. Schicken unsere Truppen dann rein, wenn wir hier erstmal Platz haben. Kann er sich auch was gefasst machen. Können wir hier schon mal ein bisschen umschießen?
in der Zwischenzeit. Da müssen seine Steine verbrauchen. Kostet ja auch Geld. Oder Gold. Ja. Ein Schiff wurde repariert. Turm können wir auch zerschießen. Aha. Turm können wir schießen, ja. Super. Und kaputt ist er. Das ist ein Händler. So, das kaputte Schiff schicken wir auch zur Reparatur und holen ein neues runter. Okay, also so langsam kommen wir mit der Reparatur hinterher. Reparieren. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Und das kann er gerne machen. Solange er da immer nur Handelsschiffe baut, ist das auch kein Problem. So, und hier schießen wir mal kaputt. So, und dann mal hier durch die Wand durch. Damit er dann seine Kanoniere hier drin stehen hat. Genau. Das war's. Aha. Nächste Kanone zu stören. So, da baut er wieder auf. Super. So, da hinten mal die Steinmetze zerstören. Wird schon repariert? Da wird schon repariert. Holz haben wir auch genug. Ist hier auch noch eine Reparatur geben? Geht gerade nicht. Genau, da wird nämlich das andere noch repariert. Ja gut. Bin ich mal gespannt. Wir können ja schon mal unsere Truppen rüberholen. So, die holen wir mal. Und die führen wir hier oben hin. Genauso wie unsere Reiterei. Die führen wir auch mal hier oben an den Hafen. Oder nee, eigentlich sind meine Ware. Das müsste gehen, dass wir die hier unten hinstellen. Von da aus dann aufladen. So, und... Ah, Moment, wir schießen wieder auf die Mauer. Schiffsreparatur beendet. Super, und... Schiff gehen zu mir schicken und das auch reparieren lassen. So, dann haben wir gleich wieder... Eine halbwegs fertige Flotte. Ach guck mal, da gar keine Kanonen für das Schiff. Ja, und schon ist das Schiff gefunden. Schießen wir auf die Mauern. Zerschießen nämlich die Steinmetze dahinter. Sieht doch gut aus. Und weg sind sie. Ja, dann. Bald schlecht aus für ihn mit Steinnachschub. So, Geschwindigkeit runter. Das Schiff dahin. Das ist. Wartet. Das wird repariert. Super. Und das Fertige kann mal rüberfahren. Es fehlt an Stoffen. Und die hier aufladen. Ankerlichten. So. Haben wir jetzt drei Reiter an Bord. Und die zerschießen jetzt hier die Wand. Und wir schicken dann gleich mal hier unsere Truppen an Land. Setzt neuen Kurs. Schiffsreparatur beendet. Immer noch schießen und treffen. So, die müssen da jetzt unbedingt mal weg. Also die müssen unbedingt mal weg und so. Hm, das haut nicht so ganz hin. Schnell mal die Schiffe hier rüber ein, das runter und das zur Reparatur. Ich habe nicht gehofft, dass wir da jetzt einen Kanoniere bekommen würden. Haben wir nicht bekommen. Leider. So, die haben Truppen an Bord. Schießen auf die Wand. So, jetzt kommen die Kanonen. Werden verschossen. Die nächsten Kanonen werden verschossen. Die machen die Wand wieder zu. Na super.
mal Truppen rüber. Da geht's super. Und das Schiff wird dahin. Ah, der freie Händler muss da mal weg. Und die kriegen wir an Land, an Land, an Land. Jawohl, mein Fürst. So. Und die haben die ersten Truppen an Land. Okay. So, ich sehe auf die Uhr und sehe, dass wir an der Stelle eine Pause machen müssen. Nochmal hier die Reparatur in Auftrag. Und dann machen wir eine Pause. Schicken hier aber vorher nochmal die kaputtesten Schiffe zur Reparatur. Die Schlange und fertige Schiffe aber dazu. Jetzt müssen wir mal das machen. Das ebenfalls. Okay, gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!